Moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Metronom-Kampf hier im Metronom-Turnier der Bösewicht-Bosse. Wow, das war gut. Wir haben heute den Kampf Adrian. Adrian gegen Trakrall. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wer ist eigentlich Adrian? Flo, wer ist eigentlich Adrian? Adrian ist der Anführer von Team Krall aus dem Spiel. Ich hab, to be honest, keine Ahnung. Nee, Adrian kennt man natürlich. Wer ist denn Trakrall? Das ist der Anführer von Team Krall. Und aus welchem Spiel kommt der? Boah, also... Ich glaube Pokémon Ranger? Auf jeden Fall haben wir so ungefähr 13 Bosse gehabt, aber wir wollten natürlich auffüllen auf 16 und dementsprechend mussten wir uns ein paar Spin-Off-Bosse suchen. Und Trakrall ist einer davon. Ja. Und falls ihr euch fragt, wie... Ja? Ich bin sehr froh, dass ich gegen Mark ran darf. Das ist Adrian. Sag ich doch, gegen Adrian? Ich sag die ganze Zeit Mark, das ist so dumm, Alter. Ja, die sehen gleich aus quasi. Gegen Adrian mit seinem Kaikai. Ich hoffe, das ist nicht dabei heute. Natürlich nicht. Kaikai ist Ersatz. Also ist halt in der zweiten Line so. Ist das Pokémon. Ist in der zweiten Line. Junge, Turtok, Bisaflor und Glurak sehen so geil aus in Kapu. Ne? Finde ich auch. Ja. Nee, eigentlich ist das gut. Ja, wir heben so uns das noch ein bisschen auf, denke ich, ne? Ich habe beim letzten Metronom-Battle gesagt, ich werde nicht mehr Terran gegen dich. Machst du auch nicht mehr. Also beim letzten auf deinem Kanal. Drachenhammer hat keine Wirkung auf Smabul. Smabul. Aber auf irgendwas wollte ich noch hinaus. Ach genau, falls ihr euch fragt, wie Trakrall aussieht, dann guckt euch das Thumbnail an. Ich hätte Terra-Käfer gehen sollen. Ich habe überlegt. Ist das scheiße. Guckt euch das Thumbnail an. Ist auch eine wilde. Eine wilde Ansage. Akibere Tentoxa, das ist so gemein. Normaler, ja, aber Muschelglocke. Alter, Turtok sieht so geil aus und du siehst sie nur von hinten, du Opfer. Von hinten sieht er aber auch geil aus. Ein schöner Panzer kann auch entzücken, sage ich immer. Na gut. Normalerweise ist ja ein Thumbnail dafür da, dass du das Video anguckst, aber auch dieses Mal ist das Video dafür da, dass du das Thumbnail anguckst. Das sehe ich aber. Oha, aua! Der prügelnde Boss. Aua! Jetzt geht's ab. Aua! Alter, es ist broken. Aua! Kleine Zusammenfassung für dich. Granbull hat den höchsten Attack in deinem Team. Der hat 10 KP gemacht und alle anderen haben so 7 gemacht. Oh, ich hab Regengenuss. Ich auch! Und du hast Regengenuss. Oh mein Gott! Und Muschelglocke. Oh Muschelglocke, mein Gott, der wird niemals zu besiegen sein. Broki an der Stelle. Fühl ich aber. Hab kurz überlegt, ob ich Pillepa zu Boden machen soll, aber dann dachte ich mir so, boah, im Regen glaube ich gar nicht so cool. Nee, mach mal nicht, ne? Danke! Ja. Hätte ein bisschen später kommen können, so. Später? Ja, ich dachte mir, ich mache das jetzt mal zu Beginn direkt, weißt du? Ja. Weil ich nämlich wusste, dass der Gegenschlag kommt und ich wollte, falls du jetzt irgendwie schneller bist und dich kaputt machst, so, weißt du, wollte ich dich wieder heilen. Ja, sehe ich den Point. Damit du mich nicht kaputt machst. Den Point sehe ich ausnahmsweise mal. Pödippa! Nadel Rockady! Nadel Team Rock. Oh mein Gott, ich werde so schnell sein! Oh mein Gott, bin ich schnell! Ja, wow, plus 2. Na noch. Was? Okay. Was denn? Bei mir war das noch nicht durch. Ich dachte, es kommen noch ein paar Hits, aber danke für den Spoiler. Ich denke nicht. Aber den Flammensturm siehst du jetzt schon mit die 3 Burns, oder? Ja. Okay. Okay. Kein Burn. Okay. Wo bist denn du gerade eigentlich jetzt so? Was kam jetzt gerade? Jetzt kam gerade KP, jetzt wähle ich neue Attacken aus. Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir gleich auf ungefähr. Sehr gut. Du, ich glaube, du hast nur nicht aufgepasst, dass da schon nichts mehr passiert ist. Keine Animation stand mehr. Da noch nicht. Ach, na, das stand auch noch nicht da, als ich das gesagt habe. Aber das sieht man doch, ob das nur 2 jetzt sind. Nee, sieht man gar nicht. Doch. Nee, sieht man gar nicht. Die kneifen die Augen immer so ein bisschen zusammen dann. Oha, das war relativ viel Schaden für einen Boxer. Ja, ist ja auch Rain. Hier, Feuerstopp. Burn. Das sollte nicht sehr viel Schaden machen. Das war aber ein Critty-Witty. Alter. Urn. Not that bad. Boah, wenn ich mal ein Kind werfe, dann nenne ich das Urn. Urn. Ja. Warum? Weiß nicht, finde ich witzig. Ey, guck mal, wie Granbull, wie angsteinflößend, nicht angsteinflößend, sondern anti-angsteinflößend der aussah. Anti-angsteinflößend. Angstempfindend. Nee, Granbull doch nicht. Na klar, wie als der gerade den Metallzaun abbekommen hat. Das ist eine wunderschöne Fee, der hat keine Angst. Der ist ein Hund. Schau ihn dir an. Hunde haben Blizzard. Sehr Art. Freeze, Double Freeze. Blizzard. Was sagst du zu Blizzard? Was ist dein... Oh, ich werd Fee. Und jetzt Terra ich. Dann war ich 7 Typen in einem Kampf. 7? Ja, ja. Fühl ich nicht.
Für wen bist du eigentlich? Für Drakral oder für Adrian? Ja, für Drakral, das weißt du auch. Ja, das weiß ich, deswegen frage ich dich. Und ich wollte einfach nur mal die Zuschauer hier mitnehmen. Und du? Ich finde den sehr hässlich auf dem Thumbnail, deswegen bin ich so... Also ist mir egal, wenn es auf deinem Kanal läuft. Aber es kann halt sein, dass der auch irgendwann auf meinen Kanal kommen muss. Mm. Und dementsprechend bin ich so eher gegen Drakral. Auch wenn ich es witzig fände, wenn einer dieser weirden Bosse gewinnen würde. Ich verstehe das Auge nicht, das du machst auf die. Die sind top, tipptopp. Ja, weiß ich gar nicht. Super Schall. Ich habe Brunusbeere. Die haben auf jeden Fall geile Teams. Teilweise haben die sehr, sehr wilde Teams. Könnt ihr noch sehr gespannt drauf sein, was dann noch alles so auf euch zukommt. Schuppenrasseln. Oh, du bist der Fee jetzt. Sehr viel. Junge, Pidippa! Pidippa! Aber Verteidigungsdrop ist nicht schlecht auf Turtok. Ja, das stimmt leider. Ich hab mir jetzt eh nicht so viel Hoffnung gemacht, dass ich hier irgendwas erreichen werde im Regen. Gegen den... Der ist einfach zu crazy. Der ist echt geiler. Greif dich selbst an, bitte. Schade! Jetzt kommt hier Kreuzdonner. Nö, Frustventil, nämlich. Ja, ist auch okay, aber auf dem anderen wäre besser gewesen, so grundsätzlich so. Junge. Hasenfuß einfach brokenste Fähigkeit nach Regengenuss. Ist so. Aha! So. Der Rain ist jetzt vorbei. Und der Weißnibbel auch. Wichtig. Und ich habe jetzt noch ein Pokémon, was gerade vom Typing her sehr, sehr gut hier reinpasst. Nämlich Slackmog. Gefällt mir nicht. Heißt jetzt Slackmog, weil statt Ei... Egg. Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich distanziere mich davon. Ja. Ich hab's ja nicht verbrochen. So, weißt du. Mein Linkregler war jetzt nicht so clever, oder? Na doch. Warum? Na. Oh Mann, ich habe 2 Gift-Pokémon. Du bist plus 17. Du hast nur 1 Gift-Pokémon, du Troll. Bist du Opfer? Du Opfer? Ich mach gleich Terra-Gift, dann bin ich wieder Gift. Mach mal. Ja, ist vielleicht ein Punkt, dass Tentoxa gerade gar nicht Dings ist, aber ich drück jetzt Kehrtwende. Nee, du drückst jetzt Selbstschaden. Nee, Rollwende. Ja, ja. Zack. Ja, ist quasi Rollwende. Rein in die Holger. Ach, ich bin so enttäuscht von meinen Pokémon, Slack, ne? Mock. Ja, verstehe ich. Abgesang! Ja, jetzt sollten wir wirklich die Rollwende in Betracht ziehen. Das ist so disgusting, Alter. Wer drückt denn sowas? Get on. Rollwendgeddon. Rollwendgeddon. So, wer zuerst rollwendet, gewinnt. Einfach so. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die Regel existiert nicht, aber okay. Was ist eigentlich mein letztes... Oh, mein letztes Pokémon ist, glaube ich, echt Schmutz. Kleiner Spoiler, es ist nicht Kyogre. Das gefällt mir erstmal. Es ist jetzt mal meine Speedwerte in Ruhe. Du bist plus 17, ich bin minus 14. Hey, Reflektor ist jetzt aber nicht... Also... Ja, ist schon okay, ne? Vielleicht trägst du ja Lichtlehm. Nee, ich sag Muschelglock. Ah, ja, das ist ein Problem dann jetzt. Warum passt du denn eigentlich nie auf, du niederträchtiger Bastard? Ich bin ein Aufpasser. Du bist niederträchtig. Ich bin krank. Oh, das muss ich jedes Metronom-Battle jetzt machen einfach. Wenn ich irgendwas Dummes sage, bin krank. Au, Alter. Was ist ein Crit? Das war kein Crit? Naja, Slimog ist mit ein Biest. Slackmog, meine ich. Richtig. Mit Hals. Richtig. Mit Hals. Singen wir eine Oper. Und. Ja. Ja. So läuft es hier nämlich. Geiler. Lasst ein Like da, falls wir mehr... Hier, Gescheck. Danke. Oh, fruchtig. Falls wir mehr musikalische Elemente einbringen sollen in unsere Metronom-Battles. Ich würde es fühlen. Ja, wollen wir jetzt noch irgendwann rauswechseln oder nicht mehr so? Nein, du wirst einfach sterben. Ich sehe jetzt schon Brüller-Wirbelwind-Kombo vor mir. Ich sehe es. Das wäre wild. Erstmal Drachenpuls. Ja? Weiß ich jetzt nicht. Also der Worst Case ist wahrscheinlich eh hier mit 2-2 rauszugehen. Also mit 2-2 Toden rauszugehen. Also, to be honest, ist es nicht der Worst Case. Ich kann mir da noch andere Szenarien vorstellen, aber... Worst Case ist... Alles andere wäre Bonus auf jeden Fall. Darauf will ich hinaus. Von daher, Rollwende. Go. Bonus? Nee, Rollwende wird nicht kommen. Der stirbt jetzt ziemlich einfach. Oh, es wäre so illegal gewesen, weil wir ja Bösewicht-Teams sind. Müssen wir uns ja nicht an die Regeln halten. Wenn einer gewechselt hätte jetzt einfach. Der ist tot. Ja, das ist wahr. Ist mir egal. Der wäre eh gestorben. Der andere fliegt gleich hinterher. Tentoxa war leider ein Opfer. Opfer. Boah, Adrian sieht halt auf dem Thumbnail echt gut aus, so, ne? Lass den mal leben.
Adrian sieht in keiner Welt irgendwo gut aus. Doch, übel. Nee. Nein, der ist übel Arsch. Ich hab richtig Crush auf den. Der ist einfach Arsch. Na, Quatsch. Doch. Wenn wir den Gen 3 Adrian auf Thumbnail machen vielleicht. Ja, nice, Alter. Noch ein K.O. Okay. Na gut, dann holt sich Granbull hier halt 18 K.O.s. Ist auch in Ordnung. Granbull? Slimehawk. Was denn? Was für Slimehawk? Slimehawk hat Abgesang gedrückt. Nein, Granbull. Nein, Slimehawk. Nein, Granbull. Nein. Du Bastard hast das gedrückt, nicht ich. Na. Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass es nicht so ist. Und falls doch, dann bin ich krank. Ihr müsst es halt entschuldigen. Welser. Der macht das noch. Herzenspartner Shen Short, Alter. Was für Shen Short? Was ist denn Shen Short? Na, der Bruder von Shen Long. Okay. Guck mal, der ist nämlich Drache auch. Ja, das ist okay. Welser hat ein bisschen Probleme gegen dieses Bisaflor, um ehrlich zu sein. Ja, maybe. Ein bisschen. Ich bin natürlich gepreppt. Aber wir sind ja im Metronom-Battle, da ist es nicht so schlimm. Na, wenn da eine Pflanzenattacke kommt, ja, ist schon wenn. Es gibt schon viele Pflanzenattacken. Ja. Mindestens 5. Ja, wenn jetzt Wasser kommt, ja, wow. Erinnerst du dich an die Soul Link? Es gab sehr viele Pflanzenattacken. Es gab 3 und die waren alle bei dir. Ja. Aber jeder hatte sie. Ja. Oh nein, das ist gar nicht geil. Oh, warte, du stirbst? Ich hab's die ganze Zeit predicted, glaube ich. War das in dem Kampf? Oh, Bisaflor sieht so gut aus. Ist das Arsch? Also natürlich nicht gut, so Bisaflor ist arschhässlich, aber so das Design an sich ist geil. Er ist gar nicht arschhässlich. Also das Model ist geil geworden, weißt du? Er ist wunderschön. Ich liebe die Kanto-Starter, dass die so geremaked wurden. Ja. Hier eine schöne Fensteraura ans Gesicht. Boah, Alter. Flinch auch noch hinterher, schade. Naja, hätte ja klappen können. Okay, Psycholaser. Psycholaser? Keine Ahnung, ich wollte irgendwas haben, was stark klingt. So, dein Damage-Output ist schon mal genervt, das ist ja schon mal wichtig. Das stimmt. Ey, plötzlich habe ich aber eine realistische Chance, ne? Ja, das stimmt. Plötzlich habe ich eine sehr realistische Chance. Ja, das stimmt. Eine Feuerattacke könnte reichen. Ja. Also es ist ein Welser, aber eine Feuerattacke könnte reichen. Könnte echt. Kommt aber Taucher. Ja. Das ist eine Runde Schaden gespart für dich. Oh, den Reflektor gedodged. Oh mein Gott, wie klug ich bin. So clever. Also die Welsardine. So clever. Ja, gut, Gegenschlag wäre jetzt nicht der Burner gewesen. Ist Gegenschlag irgendwie der Move des Turniers? Kann das sein? Bisher ja. Oh, Schaden ist okay. Das war schon ziemlich viel Schaden für einen Taucher, ehrlich gesagt. Schaden ist fucking alright, Alter. Ich würde jetzt irgendwas Geiles nehmen wollen. Nee, das ist nicht gut. Das ist ultra gut. Nee, warte das, mal, gewinnt Welser das 1v2 gegen 2 Starter-Pokémon? Darunter fucking Shen Short? Ja. Ich denke ja. Oh mein Gott. Ich denke ja, Welser. Nein, Drakral ist raus. Und Drakral stirbt durch Unheilsklauen. Tschüss. Schaut mal, Flo, wow. Da gibt es das nächste Kämpfchen. Und lasst ein Like da. Tschüss. Und dann könnt ihr immer noch herausfinden, wer der nächste Gegner wird von Adrian.